Was ist denn, wenn ich ohne Zelt, also nur im Schlafsack irgendwo übernachte? Grundsätzlich gilt, sobald es Campen ist, gilt das, was in der ersten Folge gesagt wurde. Die Frage ist aber, wann ist es denn Campen? Wenn ich jetzt einfach mal eine Stunde in meinem Schlafsack liege und wer will beweisen, dass ich nur eine Stunde hier lag oder dass ich 5 Stunden hier lag? Natürlich sollte man Begleitumstände wie Lagerfeuer oder Müll, der einen Rückschluss auf eine längere Zeit zulässt, vermeiden. Aber, und das ist für mich eigentlich der wesentliche Punkt, grundsätzlich könnt ihr also auch mal ein paar Stunden in einem Schlafsack irgendwo liegen, aber eben wie gesagt kein festes Lager richten. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man tatsächlich nicht zum Übernachten da ist, sondern weil man Fotos schießen wollte von Tieren im Wald, von Rehen, von Vögeln an einem See, an einer Wasserstelle oder ähnliches. Da ist es dann wieder erlaubter Bereich.